Ja, es ist ungefähr ein halbes Jahr her, seit ich Kaizo angefangen habe. Und da haben wir mit Learn to Kaizo angefangen, aber das war ja eher so ein Tutorial-Trainingshack. Und unser erster wirklicher, ja, richtiger Kaizo-Hack war Baby Kaizo World. Und ich habe mir gedacht, hey, ich teste das jetzt einfach mal. Nach einem halben Jahr, ein halbes Jahr später, spiele ich den Hack einfach nochmal und dann gucke ich mal, ob ich dann besser durch den Hack durchkomme und schneller und ob ich tatsächlich in dem letzten halben Jahr was gelernt habe. Und darum spielen wir jetzt heute nochmal Baby Kaizo World. Einfach so als kleine Bonus-Episode, sage ich mal. Ich freue mich da schon echt drauf. Oh, Jester, hätte cool, dass du heute Valhalla gestartet hast. Hast schon viel gezockt oder noch nicht so viel? Ich mache übrigens auch mal los, dass es nicht ganz so ruhig ist und ihr auch was seht. Da sehen wir das Baby Kaizo World von Noviso, einem deutschen Hacker. Oder Hack-Creator, hört sich vielleicht besser an, als wenn man Hacker sagt. Und das wollen wir heute nochmal gucken und dann mal sehen, wie weit wir kommen. Ich müsste eigentlich mal rausfinden, wartet mal, vielleicht kann ich das irgendwie rausfinden. Habe ich die Videos noch auf der Festplatte? Dann kann man nämlich mal gucken, wie viele Tode ich am Ende von Baby Kaizo World hatte. Ah, hier, nicht wundern, dass ihr mich gleich doppelt hört. Ah, ich habe schnell pausiert. So, jetzt muss ich mal gucken. Kann man das irgendwie sehen? Ja, Mist, wird nicht angezeigt. Aber gucken wir mal, wie viel Tode ich vor dem letzten Level hatte, zumindest mal. Vor dem letzten Level. Hä, wieso, wo sehe ich denn das? Ich gucke nämlich gerade ins Video rein. Ja, schön. Also du bist noch in Norwegen auf der Suche nach Klöti. Aha, ich hatte anscheinend 637 Tode vor dem letzten Level. Mal sehen, ob wir das unterbieten können. Jetzt beim zweiten Playthrough. Habe ich das nicht auch am Ende gezeigt, wo ich komplett durch bin, wie viel Tode ich da hatte? Ne, sieht man nicht im Video. Schade. Aber vor dem letzten Level 637 Tode, so wie es aussieht. Alles klar, das versuchen wir zu unterbieten. Ich freue mich schon. Boah, Leute, ich hatte so eine anstrengende Woche bisher. Ich weiß, das sage ich in letzter Zeit öfter, aber es ist halt auch tatsächlich so. Ich habe jetzt jeden Tag 10 Stunden arbeiten müssen diese Woche und den ganzen Tag nur fast ununterbrochen mal lochen. Und ich bin auch gerade erst nach Hause gekommen. Ich bin nach Hause gekommen, habe sofort schnell Pfanne heiß gemacht, mir irgendein Tiefkühlzeug reingeballert und ganz schnell gegessen, damit jetzt ich den Stream rechtzeitig starten kann. Oh Lia, guten Abend. Ja, kein Problem, dass du einfach nur lurkst. Was spielst du denn nebenbei, wenn ich fragen darf? Ist natürlich kein Problem, dass du im Lurk-Modus bist. Wie gesagt, ich bin ja auch hauptsächlich ein Lurker. Und wieso gibt es hier eigentlich keine Musik mehr? Wie kann das denn sein? Wartet mal, ich starte einfach mal. Hier, da sehen wir noch unser anderes Playthrough von vor einem halben Jahr mit 44 Exits. Machen wir mal einfach ein neues Ding. After Baby has beaten Learn to Kaizo, Baby decided to try something harder. Genau, so war es damals. Und ich starte auch mal einen Timer. Dann gucke ich auch mal, ob wir auch timertechnisch schneller durchkommen. Das habe ich jetzt natürlich gerade gar nicht geguckt, wie das damals war. Yoshi's House. Obwohl, ich könnte eigentlich mal. Ich gucke nochmal schnell, Moment. Ich gucke nochmal schnell, wie der Timer damals war, als wir durch waren. Der war auf 3 Stunden 52, also knapp unter 4 Stunden war es damals. So, this hack contains easy and short levels that let you practice basic Kaizo tricks. Play this after beating Learn to Kaizo. Good luck and have fun. This hack uses instant retry. To exit a level, press start and select. Ja. Okay. Aber ich bin schon echt hyped auf diesen Hack irgendwie. Und ich bin schon auch echt gespannt, ob ich tatsächlich skilltechnisch Progress gemacht habe. Ob wir jetzt hier schneller durchkommen. Das Blöde ist nur. Ach, scheiße. Muss ja sofort los. Oh, hat noch geklappt aus irgendeinem Grund. Spin. Spinnerino. Ja,
Und du hast schon das erste Age. Nice. Ich wollte eigentlich noch in Ruhe das Lesen am Anfang, aber dann habe ich gesehen, dass er da eine Koopa abschmiert. Goomba. Und darum bin ich sofort los. Okay, they are billions. Okay, da habe ich auch letztens bei mir auf dem Discord, da wird dir immer angezeigt, wenn die Leute was spielen oder in einem Game drin sind. Und da habe ich auch letztens mehrere Leute gesehen, die They Are Billions gespielt haben. Wo ich bin echt gar nicht mehr gewohnt, weil ich habe jetzt so lange, auch über Wochen hinweg... Nein, den Regrab ausgerechnet, weil sowas leichten, den Regrab nicht bekommen. Oh, jetzt bin ich doof. Ja, die letzten Wochen habe ich ja gar kein Kaizo gespielt, ist das Problem. Das heißt, ich bin auch gerade gar nicht drin, was die ganzen Tricks angeht. Aber gucken wir mal. Ja, und das war's. Beim letzten Trick bin ich gestorben. Wow. Beim letzten Trick bin ich draufgegangen. Aber ich glaube, wir haben das erste Level schon mal schneller geschafft als damals, wo ich gestartet habe. Würde ich jetzt einfach mal behaupten. Black's Hot Home. Gut, eigentlich muss ich die ganzen Sachen gar nicht lesen, weil ich weiß ja, hier werden ja zum Teil noch einige Tricks beschrieben, aber ich weiß ja, wie das funktioniert. Nein, da konnte ich nicht springen, weil ich so blöd über eine Kante gelaufen bin und deswegen in der Luft war. Das war ja dämlich. Jo, Flauschikat, Naben, schön, dass du da bist. So. Nice, wieder nur ein Tod. Das ist schon echt krass, was für... Jo, gerne. War cool, auch mal deinen Stream zu sehen. Hat Spaß gemacht, aber ich habe ja auch hauptsächlich rumgelurkt nur. Ja, ist schon echt krass, also wie unterschiedlich schwer auch tatsächlich Kaizo-Hacks sein können, weil wir sind jetzt schon wirklich mit Akugare und so wirklich anderes gewohnt. Das ist echt krass, wie leicht einem dann hier sowas fällt. Das aber, was cool an Baby Kaizo World natürlich ist, ist, dass hier Custom Musik ist. Das war natürlich in Akugare. In Akugare war das ja leider nicht so. H. Nein, was mache ich denn für einen Quatsch? Oh, war das doof. Irgendwie mache ich aber in jedem Level, ich kann die Tricks eigentlich voll gut anscheinend, aber in jedem Level mache ich einen total dämlichen Schusselfehler irgendwie. Das war jetzt ja total doof, was da gerade passiert ist. Man muss ja einfach nur so lang. Muss ja nicht mal irgendwas drücken. Man kann ja einfach mit der gleichen Geschwindigkeit einfach nach rechts... Genshin Impact läuft besser, aber das ist ja, glaube ich, auch nicht ganz so anspruchsvoll, oder? Genshin Impact? Ja, sonst alles gut. Ich bin ein bisschen geschafft von der Arbeit, aber sonst alles super. So, hier war direkt am Anfang Secret, das weiß ich noch. Holen wir uns direkt mal. Krass, dass ich das noch alles weiß. Aber ich finde es schön, dass ich mich jetzt noch so einem schweren Tag jetzt mal so ein bisschen entspannen kann und mit einem angenehmen und chilligen Kaizo-Hack. Oh.
Nein, stimmt, der wirft ja die Dinge. Oh, ich muss erst warten, stimmt. Das wusste ich nicht mehr genau, wann der wirft. Und was der wirft. Aber die werfen ja eigentlich immer Spinies, ne? War irgendwie klar. Warten wir einfach mal in eine Runde. Genau. So, hier kommt jetzt irgendein Troll. Genau, das tut einem nämlich nichts. Ja, und ein Jump geschafft, Leute. Das haben wir schon ewig nicht mehr. Ich habe schon ewig keinen Jump mehr gemacht. Und jetzt hier in Baby Kaizo direkt den Jump rausgehauen. Ah, ja. Bald hab ich's geschafft. Dann machen wir einen Entspannungsraid. Ja, am Freitag. Übrigens, wer am Freitag Zeit hat, wir machen am Freitag wieder ein Raid-Event. Ihr müsst euch im Discord eintragen dafür. Bei Aida Il. Da machen wir Foul Tyrion und Matthias. Ja, den neuen Trailer habe ich gesehen, aber sieht mir jetzt nicht so mega viel Neues. Ne? Scheint doch keine neue Karte. Keine neue Karte oder so zu kommen. Von daher wird es wahrscheinlich so ähnlich wie der letzte Patch werden. Also jetzt nicht übertrieben viel. Sondern eher so ein kleines Update. Nein! Ach, ausgerechnet beim letzten Mal springe ich nicht hoch. Wieso das denn nicht? Was war denn das für ein Quatsch? Aber das war schwer, das weiß ich noch. Hier habe ich lange gesessen an der Stelle, weil da so eine blöde Uppipe ist. Oh. Und ich bin in Uppipes auch überhaupt nicht gut. Ah, nice. Glück gehabt. Toll, was war denn das? Oh Mann. Ja, in einigen Sachen wird man anscheinend nie besser. Na gut, ich meine, wir sind deutlich, deutlich schneller an dieser Stelle hier gerade als noch damals. Wie war das hier nochmal? Einfach weiter, oder? Man konnte einfach... Ja, so. Ja, Miss Tessa, ich mache Meister, weil ich halt auch eine Ausbildung gemacht habe. Und ich habe auch mal studiert, aber halt nicht fertig gemacht und dann eine Ausbildung gemacht. Und genau. Und darum mache ich jetzt Meister. Ja, stimmt, hier war ja die Musik. Nice, das war ja dieser Remix von dem Lied. Boah, ich habe sogar den Troll noch gewusst, nice. Und hier war immer nur abwechselnd, oben, unten, oben, unten. Und dann war da gleich noch so ein versteckter Troll. Hier ist ein Orb im grünen Gebüsch, genau. Nice, first try. Oder war das first try? Ich bin mir gerade gar nicht genau sicher. Sandstone Cavern. Boah, schon 8 Tode. Ja, stimmt, das war das hier mit Layer 2, der hoch und runter geht. Toll, direkt verkackt. No, ich bin so doof, jetzt habe ich im Chat gelesen, sorry. Da kommt einem echt alles total bekannt vor. Das ist echt krass. Irgendwie weiß man das noch total gut. Die Sache, ich glaube, das liegt halt daran... Ach so, scheiße, kurz springen. Oh, das wusste ich zum Beispiel nicht mehr. Dadurch, dass man hier so lange drin hing, also ich meine, das waren ja hunderte Tode, die man hier am Anfang gestorben ist. Dass man das... Keine Ahnung, dadurch wahrscheinlich so verinnerlicht hat.
Nice. Und kam jetzt nicht auf Blarks vorm Ende? Nee, doch nicht. Ach, der nur, okay. Ich dachte, irgendwo war doch mal, da ist man durch eine Pipe gegangen und vor dem, kurz vor dem Ziel, war noch ein Blark im Boden, in den man reinlatschen konnte. Da war doch auch irgendwo. Ich dachte, das war hier. Dark Side of Kaizo. Ah, hier sind die Kaizo-Blöcke überall. Also keinen Sprung knapp machen, sondern immer so tun, als ob ein Kaizo-Block an einem offensichtlichen Sprung versteckt ist. So, oh, genau den. Da habe ich ihn gefunden, den ersten Kaizo. Ja, den können wir einfach nutzen, nice. Hier war einer rechts, das heißt, man muss von links. Und hier ist auch einer. Genau, da ist einer drunter, aber ist nicht so schlimm. Da kann man resetten. Nice. Und hier sind sogar zwei oder irgendwie sowas. Drei sogar. Nice. Wir machen Progress, Leute. So schnell sind wir noch nie durch den Kaizo-Hack durchgekommen. Hot Mill Castle. Da gab es irgendwas Schweres, wo man irgend so einen Pausetrick machen musste irgendwie. Oh, oh. Wow. Hier, glaube ich, irgendwie, oder? Hier musste man irgendwie... Oh, das war schlecht jetzt. Ja, genau. Im wirklich falschesten Moment überhaupt Pause gedrückt. Okay, das hat auch irgendwie ohne Pause drücken geklappt. Yes! Ja, vielleicht könnte ich, wenn ich ein bisschen... Nein, kriege ich nicht. Wenn ich ein bisschen reingrinde, kann ich vielleicht ja Baby Kaizo Speedruns machen. Ah, kriege ich nicht. Warum immer so komisch? Ich bleib lieber hier hin, hier kann man schneller auf... Toll. Ich wollte gerade sagen, da kann man besser reagieren. Ah, den hätte ich nehmen können, Mist. Jetzt traue ich mich irgendwie nicht, weil es der letzte ist. Ja, wenn ich hier reingrinde in Baby Kaizo und das ein paar Wochen mache, kann ich vielleicht echt einen Speedrun oder so davon machen. Aber ich glaube, Baby Kaizo, das ist auch schon so extrem reingegrindet worden, weil der halt nicht so schwer ist, dass die Runs, die es da momentan gibt, die Speedruns wirklich, glaube ich, fast perfekt und frame-perfect alle sind. Denke ich mal. Achso, keine Regraps. Stimmt, in dem Spiel musste man noch keine Regraps machen. Einfach immer voll durchziehen, um die Sprünge zu schaffen. Ja, hier musste man noch nicht wissen, was ein Regrap ist in dem Hack. Nein! Ich dachte, das hat sich so gut angefühlt. So von wegen, boah, perfekt auf der Kante erwischt den Chuck. Nice. Wir haben schon ein Level ohne Tod geschafft. Ach ja, stimmt, das mit den Ropes. Mit den Seilen. Platform Hopping. Das war, glaube ich, auch nicht so schwer. Das haben wir damals, glaube ich, auch relativ schnell geschafft, das Level hier. Das war, glaube ich, nicht so schwierig. Und in Platforming bin ich eigentlich gut, glaube ich. Easy. Well, what?
Sunglasses ready? Was war denn das nochmal? So, Eisrutschlevel. Ach so, stimmt, ich muss ja... Oh, ich muss mir ja wieder ducken. Jetzt komme ich hier gleich nicht mehr weiter, ne? Weil man... Hier, genau, das muss man alles kaputt machen. Wow, wie weit ich gerutscht bin. Und jetzt komme ich hier nicht weiter. Okay, alles klar. Das hier finde ich überhaupt nicht cool. Da bin ich auch nicht gut drin. Ja, genau. Da bin ich irgendwie in diesem Perma-Spin-Modus, wo man einfach nur die gelben Blöcke zerstören muss. Da habe ich in jedem Heck, wo das drankommt, habe ich da Probleme mit. Da bin ich echt nicht gut drin. Oh, und jetzt zu weit. Weil ich dachte, ich muss jetzt Gas geben nach rechts. Ja, aber das kommt auch zum Glück nur selten vor. Aber wenn das vorkommt... Dann bin ich halt schlechter drin. Okay, sehr gut. H. Ach, scheiß rutschige Maulköpfe. Die haben sich 2 Wochen nicht geduscht und haben fettige Haare. Was war das jetzt? Den habe ich irgendwie zu lasch gesprungen, weil ich dachte, ab jetzt ist ja geschenkt, dachte ich. War nicht so. Hier musste man den Glitch machen. Ja. Und hier einfach nur rennen, glaube ich. Nice. Das muss ich am Ende von jedem Level machen. Precision sucks. Ah, das war ein Level, das konnte man skippen, wenn man wollte. Aber machen wir natürlich nicht. Sondern wir versuchen das. Ja. Geht ja gut los. Wobei wir den Sprung aus irgendeinem Grund gut hingekriegt haben. Nein, zu spät losgestartet. Ich muss schneller weiter. Ah, und jetzt wollte ich schnell. Bin ich trotzdem zu weit nach rechts gekommen. Nun ja, 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 ja. Oh. Jetzt weiß ich auch, warum das Level Precision. Ups. Precision Sucks heißt. Oh. Nice. Das macht echt Bock irgendwie. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie macht es voll Bock, das zu spielen. Nightmare Forest. Hier gab es auch ein Secret irgendwo. Ich glaube am Midway irgendwo. Ja, hier. Zack. Schon sind wir drin. Ja, der Hack ist echt gut, also kann man nicht anders sagen. Da hat Novi so schon echt was mega Geiles rausgekloppt mit dem Hack. Also der macht so Bock. Ist so ein schöner Einsteiger-Hack. Ups. Ach so, spin am besten, ne? Ich glaube, ich spinne. Okay. Hier auch spinnen. Den Trick hier mag ich auch gar nicht. Über die Rippen von Fisch rüber. Ich finde die irgendwie so unberechenbar.
Ja, die sind zwar nicht unberechenbar, die Ripfanten, wie war hier nochmal der Troll? Lass du drüber springen, ne? So, ja. Die sind zwar nicht unberechenbar, aber ich finde die trotzdem irgendwie blöd. Ja, und direkt noch ein Jump! Leute, zwei Jumps in Folge. Stay hydrated. Das Lied aus dem Wald, was war das nochmal? Das Lied aus dem Wald. Meinst du das hier? Das Lied oder meinst du aus dem Level? Was ist denn das für ein Lied? Oder meinst du das hier aus dem? Das ist von Secret of Mana, soweit ich weiß. Das hier ist, glaube ich, Secret of Mana. Flauschikart, die Jumps, also die spricht man nicht wie normaler, spricht man nicht wie normal, also nicht Jump mit einem J, sondern mit einem I, also Jump. Und das schreibt man mit Y-U-M-P, also wie Jump, nur nicht mit J, sondern mit Y-U-M-P. Und das ist bei so einem Switch-Palast, also da, wo man am Ende auf den großen Knopf drauf springen muss. Da hat man genau einen Frame Zeit, im richtigen Moment, genau so, Jump, hat man einen Frame Zeit, im richtigen Moment nochmal springen zu drücken, genau in dem Frame halt, wo man den Knopf berührt, um nochmal von diesem Knopf abzuspringen sozusagen. Das heißt, man löst einerseits diesen Knopf aus und andererseits springt man nochmal von diesem Knopf ab. Und da muss man, wie gesagt, das ist ein Frame Perfect, das bringt gar nichts, aber es ist halt so ein Angebertrick, dass man das kann. Und das heißt halt Jump. Und das versucht eigentlich jeder. Jeder, der Kaizo spielt oder Mario spielt, versucht auf so einem Switch immer einen Jump hinzukriegen. Und ich habe jetzt schon, und nachdem ich das in Akugara habe, ich glaube ich bei keinem einzigen einen Jump geschafft. Und jetzt hier in Baby Kaizo gerade schon zwei in Folge. Boah, zum Glück den Fishing Boo hinbekommen, ey. Vor dem hatte ich Angst. Vor dem Fishing Boo. Boah, Secret of Mana, das müsste ich eigentlich auch nochmal spielen. Da hatte ich eigentlich irgendwie, damals, als ich vor 10 Jahren mit Let's Plays angefangen habe auf YouTube, da habe ich, glaube ich, irgendwann mal schon mal relativ am Anfang überlegt, ob ich mal Secret of Mana Let's Playen soll. Aber das wäre auch wieder so ein Monsterprojekt, das dauert so lange. So, hier muss man, ups, P-Speed behalten in dem Level, das weiß ich noch. Nein, scheiße. Ausgerechnet kurz vor Ende verkackt. Nur den zu früh angefangen. Kebab, 64, guten Abend. Ich spiele heute als sechsmonatiges Kaizo-Jubiläum sozusagen spiele ich meinen allerersten Kaizo-Hack nochmal, Baby Kaizo World. Huch. Ja, mit Secret of Mana, wie gesagt, das ist. Das heißt, man muss sich mega damit, mega auseinandersetzen. Also man kann sich damit mega auseinandersetzen. Und ich glaube, man muss zwischendurch sogar auch XP grinden und sowas, damit man von den Levels der Charaktere immer auf dem. Also damit man nicht irgendwann unterlevelt ist. Wie soll ich denn da P-Speed behalten an der Stelle, wenn der Thwomp immer abhaut? Wie war denn das nochmal? Ui, es hat geklappt, okay. Ja, also ich weiß noch, als ich damals Secret of Mana gespielt habe, so für mich selbst, da musste ich zum Teil echt XP grinden, um die Skills hochzuleveln und alles. Und es war zum Teil echt aufwendig und hat lange gedauert. Und es ist halt auch ein echt langes Spiel. Skytree, oh Gott. Aber es ist echt cool. Also es hat sehr schöne Musik und
irgendwie, das macht schon echt Bock. Also Secret of Mana ist schön, aber ist halt ultra alt und nicht für jeden was. Ja, stimmt, irgendwann kriegt man ja diesen, wie heißt denn der Drache, auf dem man da reitet. Heißt der nicht sogar irgendwie Flauschi oder irgendwie sowas? Nice! Seralex, Nabend. Ach, Lufti, stimmt, Lufti hieß der. Ja, Lufti, genau. Ja, da, sobald man den bekommt, wird's, finde ich, sogar komplizierter. Man kann dann zwar theoretisch überall hin, aber dann diese Flugkarte, die man da hat, und dann kann man halt überall hin, und da fand ich auch, das Spiel wurde da irgendwie komplizierter auf einmal. Dummy Fortress. Oh, das wollte ich so zwar alles nicht machen, aber irgendwie hat es geklappt. Das war zwar mehr, das war wirklich jetzt mehr Luck als Verstand oder Skill. Aber. Oh, nein. Oh, war das doof. Wie war das hier nochmal? Ich glaube, mittig war man den Großteil des Kampfes. Ja, war man in der Mitte safe. Ach, da kommt man aber nicht hin. Zu weit weg. Ja, man war den Großteil des Kampfes in der Mitte safe, aber irgendwann kommt mal der Hothead oder der Podobo und killt einen. Und gerade war der zweimal, wo ich gerade auf den Gegner springen wollte, war genau der Hothead im Weg. Und jetzt spawnt der Typ immer nur außen irgendwo. Hallo. Was geht ab? Warum spawnt er immer außen? Jetzt. Ja, toll. Und jetzt, genau jetzt, wo der Mann nicht außen ist, ist der Hothead wieder im Weg. So einen Luck muss man erstmal haben. Oder halt auch nicht Luck. Anti-Luck, also Pech. Nee, komm hier nicht hin. Komm hier nicht hin. Yes. Ja, danke, Flauschi. Ja, das sah echt komisch aus da gerade an der einen Stelle. Das wollte ich überhaupt nicht so machen, aber irgendwie habe ich da auf den einen Mid-Air-Thwomp den irgendwie viel zu früh und oben erwischt und dann schnell losgelassen. Dadurch ging der Sprung nicht so hoch und dann habe ich es irgendwie noch geschafft. Das war halt absolutes Luck. Ja, was ich sagen wollte, wo Lia gerade sagte, der deutsche Name ist nicht sehr kreativ. Oh, Babyshells. Das waren noch damals, das weiß ich noch, da gab es ein witziges Trivia zu Secret of Mana. Nämlich damals hat ein bestimmter deutscher Übersetzer, hat ganz viele von diesen Spielen übersetzt. Und der Typ hat halt nicht wörtlich übersetzt und auch nicht sinngemäß, sondern der hat zum Teil seine eigene Witze. Oh, hat zum Teil seine eigenen Witze mit ins Spiel reingebracht. Und darum ist es bei Secret of Mana so, an einer Stelle, da wird man irgendwie von so Trollen oder sowas gefangen genommen und in einen Kochtopf gesteckt und die wollen einen essen. Und dann werden die irgendwann abgelenkt, nice, werden die irgendwann abgelenkt und sagen, oh schnell, wir müssen hier weg, die Lindenstraße fängt gleich an. Und Lindenstraße ist halt eine rein deutsche Serie, ja, also da dieser Typ hat halt selbst Witze eingebaut, die so im Originalspiel gar nicht drin sind. Und da hat er damals, das hat er in mehreren Spielen gemacht und hat auch echt krasse Kritik für bekommen. Weil dadurch halt auch die Ernsthaftigkeit so ein bisschen weggegangen ist.
Jo, danke, dass du da warst, Klauschikard. Viel Spaß, dir auch noch einen schönen Abend. So, jetzt kommt hier dieser eine blöde Shelljump, wo ich nicht weiß, wie der geht. No. Oh. Ups. Oh, ich weiß nicht, dieser rückwärts-runterfall-Shelljump weiß ich absolut nicht, wie der richtig funktionieren soll. Aber jetzt hat's geklappt aus irgendeinem Grund. Nice, dafür haben alle anderen danach geklappt. Cool. Echt hieß der Morse, Lia? Das weiß ich gar nicht mehr so genau, aber kann sein. Aber das habe ich irgendwann mal gelesen, da kann mich auch noch dran erinnern. Dass der halt auch Secret of Mana übersetzt hat, der Typ. Oh nice, ich glaube, oh, was geht ab? Gerade läuft's aber hier. Cool. Ups. Da habe ich im letzten Moment gemerkt, ach, ich muss ja spinnen. Ah, hier waren diese komischen Slopes. Da muss man hochrutschen. Ja, cool. Easy. Easy weggeknallt, das Level. Aber wenn man sich halt noch dran erinnern kann und genau weiß, was kommt und auch noch weiß, was dann nochmal die Schwierigkeit war und wie man das Ganze nochmal machen musste, dann ist das echt easy. So, Baby River konnte man, glaube ich, auch skippen, wenn man wollte. Wollen wir aber nicht. Hier hat man gelernt, dass man auch langsam, also dass man auch niedrig von der Höhe her schwimmen kann. Das wusste ich auch bis kurz bevor ich überhaupt mit Kaizo angefangen habe, wusste ich das gar nicht, dass man auch niedrige Schwimmzüge machen kann. Das hatte mir dann André von D kurz vorher gesagt und ups, boah, was war das denn? Und dann hat man es in Baby Kaizo hier eh gelernt. Oh, der Ripfernfisch kommt. Gut, und du bist ja wieder eingeschlafen. Okay. Man trifft einen blonden Mann, welchen. Ja, hast recht, Lia. Du hast recht. Stimmt, da. Anspielung auf Heino und sowas, ne, hat er dann auch rein. Versteht man natürlich auch nur als Deutscher. Und ich glaube, die. Wie hießen denn nochmal die Hauptperson? Ich glaube, Randy? Randy oder Grandy hieß, glaube ich, der Haupttyp. Dann gab es noch Popurin oder Pupurin oder so und Sprite oder irgendwie sowas. Smash the Ghosts. Noch ein Ghost House. Auch hier gab es ein Secret. Da weiß ich sogar auch noch, wo das ist. Boah, ich weiß noch alles von diesem Spiel, ey. Irgendwie kann ich mir so einen Scheiß, kann ich mir aus irgendeinem Grund besser merken, als irgendwelche Schulsachen oder war mal was Wichtiges, wie was von der Arbeit oder so. Okay, Glück gehabt. Ja, und hier muss man mal wieder, wie bei jedem Boo-Fight, Frame-Perfect-Grab-Jumps machen. Ich habe die immer. Ja, man kann die individuell benennen, das stimmt, aber ich wollte immer die offiziellen Namen nutzen. Und ich weiß, bei dieser Pupurin oder Poporin oder wie die heißt, da gibt es irgendwie 1000 verschiedene Namen. Also da gibt es keine. Gibt's, also alle Quellen, die man sucht, schreiben den Namen irgendwie ein bisschen anders, aus irgendeinem Grund. Brightness Palace. Kann sein, dass an jedem Switch-Palast die gleiche Musik ist? Fällt mir gerade auf. Ups. Was war das denn für ein Quatsch?
zeige hier meine Kaiser-Skills. Ach, komm schon. Jetzt nicht hier an so einem Scheiß hängen. Ich regrabbe nicht stark genug. Beziehungsweise gar nicht. Ich lasse mich immer schnell fallen. Ich habe mich auch durch die ganzen anderen Kaiser-Hacks habe ich mir so krass angewöhnt, eigentlich niemals komplett durchzujumpen, sondern immer mich schnell fallen zu lassen. Oh. Ja, und ja, Jump! Hattrick-Jump! Jump-Hattrick, Leute! Ich bin der Hattrick-Patrick. Versteht ihr? Weil so heiße ich ja. Also nicht Hattrick, sondern das andere. Nice, wieder ein Jump. Oh, jetzt läuft's aber hier. Das ist eigentlich das Beste gerade an dem ganzen Video und an dem ganzen Stream, dass ich schon 3 Jumps in Folge gemacht habe. Nice. Was habe ich gerade vorher noch mehr erzählt? Ich weiß es nicht mehr. Ich habe mich gerade so durch den Jump ablenken lassen. Risky! Ah, das verschwindet auch schnell. Ja, nice. Und hier war jetzt, glaube ich, in schnell, oder? Schnelle Wechsel, glaube ich. Oder? Ah, es geht, glaube ich, ganz schnell runter, glaube ich. So war das, ja. Oh. Ja. Dann musst du ja irgendwie super schnell... Oh, boah, da hat mich das gerade gerettet, weil es so schnell runtergeht. Das wäre jetzt echt ein fetter Fail fast geworden. Hä, what? Warum ist er so, warum ist er so zur Seite gegangen, so übertrieben fett, krass? Das war jetzt gerade blöd. Da bin ich anscheinend irgendwie aufs D-Pad gekommen. Ich wollte eigentlich nur geradeaus hoch. Aber irgendwie bin ich anscheinend aufs D-Pad gekommen. Und dann war ich nicht mehr mittig und dann hat mich die Uppipe gekillt. Wow. Was ein Quatsch. Was, Prüfungen alle bestanden? Du, Kebab, oder was? Was waren das für Prüfungen? Achso, ich? Meinst du vom Meister die oder was? Weiß ich nicht, ich habe immer noch keine Ergebnisse. Ich habe immer noch keine Ergebnisse. Anfang November waren die Prüfungen. Ich habe immer noch kein Ergebnis. Ach, scheiße. What the fuck? Das geht? Oh, das wusste ich nicht, dass das so geht. Ach, scheiße. Das war irgendwie gerade... Ich habe gerade, weil ich mich selbst so abgelenkt habe, habe ich überhaupt nicht darauf geachtet, was man machen muss. Chuck Gates. Wow, what the fuck? Warum geht es nicht? So musste man das, glaube ich, machen. Genau, man musste den in der Luft musste man den sich holen. Ach scheiße, man muss direkt weiter, ne? Ah, stimmt, man kann nicht so oft auf den drauf springen. Boah, dass man da aber auch so anders darüber kann, an den Manschern vorbei, das war gerade... Ach, what the fuck? Warum treffe ich den nicht? Was ist da los? So musste man es machen, genau. Man musste zwischendurch den einen Jump, wo man ihn keinen Damage machen kann, musste man nutzen, genau. Der Krippen... einen Ball aus, dann musste man hier einen kurzen Bremser machen, um durchzukommen. Ja, boah, ich weiß das noch alles. Der schmeißt aus irgendeinem Grund in die komplett falsche Richtung. Und hier musste man einen Ball im richtigen Timing. Nice. Das war aber auch letztens im Densenhack in Kaizo geht das. Oder auch mit diesem Ball, aber in schwieriger, mit einer Uppipe. Erstmal ein weiterer Sprung, um überhaupt drauf zu kommen und dann noch in der Uppipe. Ja, wie gesagt, ich habe meine ganzen Prüfungsergebnisse immer noch nicht, aus irgendeinem Grund. Finde ich auch ganz schön kacke irgendwie.
Und hier ist das absolute Yoshi-Killer-Level. Alle 2 Meter muss man hier einen Yoshi töten. Aber ein Yoshi-Level haben wir in Kaizo geht das jetzt demnächst auch. Ich glaube, nächste Woche mache ich das nächste Mal Kaizo geht das. Und da ist, glaube ich, auch wieder ein Yoshi. Das ist, glaube ich, auch ein Yoshi-Level bei. Wenn ich das richtig gesehen habe. What the fuck? Wie hab ich den denn? Oh, also wenn ich sterbe gerade in diesem Hack, dann zum Großteil an irgendwelchen total dämlichen Schusselfehler-Sachen. Hallo, warum... Ist das denn so schwer, einen Yoshi zu treffen in der Luft? In der Luft aufzumounten? Vielleicht muss ich ein bisschen warten, bis der selber unten ist. Wow, das war jetzt aber schneller als gedacht. No, und dann schaffe ich es nicht, diese Scheiße da zu fressen. Ich weiß noch, man musste sofort, sobald man abspringt, glaube ich, musste man sofort die Zunge rausstrecken, um ihn zu erwischen. Aber irgendwie hat das nicht geklappt. Jetzt bin ich ein bisschen hinten dran. Nice. Easy. Mit Cheats. Das habe ich ja schon lange nicht mehr gemacht. Oh, Disco Shells. Wie war dieses Level nochmal? Ich glaube, da war am Ende. Oh. Am Ende war, glaube ich, ein richtig mieser Trick. Das hat geklappt. Oh, first try. Nice. Das war aber auch wieder lucky. Einfach, ich wusste nicht mehr, wie der war, wie das Timing war. Ich bin einfach komplett sofort weiter. Anscheinend ist das richtig. Anscheinend muss man einfach nur sofort weiter. Nice. Switch Technology. Oh, das war, glaube ich, auch gar nicht so einfach. Da war glaube ich, auch irgendwo war da eine Säge, auf der man mehrere Switches sogar starten musste von der Säge. Und danach sogar noch eine Ball and Chain, genau. Ja, wow. Und dann mache ich mir selbst so eine Angst vor der Säge. Oh. Mache ich mir selbst so eine Angst vor der Säge, dass ich nicht mehr schaffe, auf die Säge aufzumounten. Nice, da haben wir einen Cycle geskippt irgendwie. Ja. Woo, yes. Da habe ich einen Luck. So, hier kommt eine Shell, die hin und her fährt, genau. Da fällt's aber auch. Ich habe echt mehr Glück als Verstand in diesem Spiel. Nein! Oh, ich hab's nicht geschafft, runterzuspringen. Bin aus Versehen wieder auf dem scheiß Block gelandet. Ich voll Depp. Toll. Toll! Jetzt hat mich der blöde Block getrollt. Was habe ich nochmal gesagt, wie lange wir Zeit haben? Knapp unter 5 Stunden oder sowas, ne, um das durchzuspielen. Vom letzten Mal her. Und über 600 Tode. Babysitter Molds. Wenigstens haben die keine rutschigen Köpfe. Ah, oh, scheiße, der Shelljump da, der war richtig kacke. Uah. Ach, ich muss doch nicht sofort los. Der Shelljump da, der war kacke, das weiß ich noch. Der war auch ein bisschen lucky.
Shell-Experte. Zum Glück habe ich Shells Retriever gespielt, zum Teil. Daher kann ich Shell-Jumps. Oh, wie war das nochmal? So nicht. Warum hat er den jetzt nicht geworfen eigentlich, den blauen, den Throwblock? Warum hat er den nur doof abgelegt? Hä? Ach so, ich muss wieder drauf. Ah, total vergessen, ey. gar nicht mehr nachgedacht, weil ich so in Gedanken, ich war so in Gedanken versunken wegen dem Throwblock. Jetzt hat er dann aus irgendeinem Grund geworfen. Nice. Und denkt dran, am Freitag ist wieder ein Raid-Training in Guild Wars 2. Unhealthy Cola, ungesunde Cola. Da musste man so einen präzisen Jump nach oben machen. Und jetzt hier auf diese eine Plattform. Ah, hier kommt die erst. Und dann hier so rüberspringen. Und dann. Nein! Scheißendreck. Das war dumm. Hä? Ich kann dieses kurze Spin und dann im richtigen Moment einen hohen Sprung von abmachen, das kann ich immer noch nicht. Nach so langer Zeit kann ich das einfach nicht. Bin ich irgendwie zu dämlich für. So, jetzt hier runter, dann da drauf. Und jetzt gab es hier gleich auch irgendwie einen Trigger, den man nicht auslösen durfte. Ich glaube, man darf auf diese Steine, die auf dem Boden sind, die darf man nicht berühren, weil man sonst triggert, dass die Cola von oben runterkommt. Bin ich mehrmals dran gestorben damals. Wie das läuft. Der haut auch ab, aber wenn man schnell genug ist, kriegt man's. So, was haben wir jetzt? No Time to Breathe. Ah, das war der Autoscroller, wo auch ein Secret Exit drin ist, in so einer Uphype nach einem Yoshi-Sprung. Ach, gefährlich. Hier warten und dann sich mitnehmen lassen. Jo, first try in die Uphype gekommen. Nice. Green Kuka, Cooper Kellis, KKK. Da habe ich mich damals schon gefragt. Nur wieso? Was willst du uns damit sagen? Oh, scheiße. Wie war das nochmal? Sofort los, glaube ich? Ja, irgendwie sofort los, aber Jump voll durchziehen. Und dann auf der Münze, genau. Nein, wie war der? Den weiß ich nicht mehr. Wie war hier das Timing nochmal?
Wie war das Timing von dem hier nochmal irgendwie? Toll. Und hier konnte man auch einfach rennen, ja. Und ich glaube, bei dem konnte man auch einfach, wenn man mit von Anfang an mit einmal durch, konnte man, glaube ich, einfach durchrennen. Ach, scheiße. Den weiß ich nicht mehr, wie der war. Oh ja, stimmt, man kann einfach durchrennen. Nee, so war das nicht. Hä? Wie war das denn nochmal? Da weiß ich das Timing nicht mehr von. Ach scheiße, aber da musste man sofort los, glaube ich. Ich glaube, bei dem musste man werfen und sofort los. Und genau, und hier muss man aufpassen, dass man nicht P-Speed bekommt. Toll. Oh, das war schwer hier, das Ding. Hä? Das war doch irgendwie so. Scheiße. Ja, und hier musste man wieder zurück, weil sonst kommt man nur in den Orb rein und der bringt einem nichts, genau. Das war der Troll an dem Ding. Nein, schade. Ich dachte, schade. Ich dachte, wir könnten einen Baby Kaizo Run machen mit Full Jumps. Das war jetzt der letzte Switch-Palast in dem Spiel. Hätte ich den jetzt auch noch den Jump hingekriegt, hätte es in jedem kompletten Hack, in jedem Switch-Palast den Jump geschafft. Schade. Mist. Da war am Ende der Druck zu groß. Ausgerechnet das letzte verkackt. Nein, nicht spinnen. Oh, das war doof. Man darf da nicht mehr spinnen, da muss man normal jumpen. Waren hier die Blugs? Ja, guck mal, hier waren die Blugs. Das war das, was ich am Anfang meinte, dass irgendwo ein Level war, wo ein Blag kurz vorm Ziel noch im Boden ist, wo man voll reinlatscht, wenn man nicht aufpasst. Baby's First P-Run. Jetzt will ich mal was Cooles machen. Mit einem. Machen wir noch mehr Kaizo-Tricks hier rein. Nice. Das war cool. Mist. Ja, das war cool, das mache ich nochmal. Yes. Und nochmal. Oh, hier geht das gar nicht so gut, glaube ich, weil da oben Mancher sind, oder? Ups. Ich versuch's noch einmal. Hier geht's nicht so gut wegen dem Mannschaften. Okay, dann machen wir hier nochmal. Ups. Geh weg. Blöder Para-Koopa. Oh, das war aber knapp. Baby Star. Der war, glaube ich, auch gar nicht so schwer, glaube ich. Da bin ich auch damals relativ schnell durchgekommen durch das Baby Star. Das ging, glaube ich, noch. Es gab so ein paar Levels, wo ich damals auch, obwohl es die Anfangszeit war, super gut durchgekommen bin. Und das war, glaube ich, einmal das mit diesem Platforming. Ach, Idiot. Dieses Platforming-Level. Und ich glaube, das hier auch. Aber immerhin ist das hier gute Mucke. Toll.
Ich sag noch, oh, das Level ist mir leicht gefallen. Da war ich voll gut drin. Und was mache ich? Sterb zweimal total dämlich. An einer total ultra dämlichen Stelle. Kann man nicht im Fisch? Oh, wie hat der mich denn nicht getroffen? Ich wusste noch, dass da ein Fisch kam, aber ich wusste nicht wann, in welchem Timing. Und irgendwie bin ich den gedodged. Keine Ahnung wie. Kindergarten in der Lava. Hier waren 5 Räume, die man nacheinander schaffen musste, ohne Checkpoint. Ein Spin-Raum, ein Normal-Jump-Raum und danach weiß ich nicht mehr. Irgendwann gab es auch noch einen Geisterraum und einen... Ach, scheiße. Ein Normal-Jump-Raum, Quatsch, ein Geisterraum und ein Eisraum, glaube ich. Aber was der 5. war, weiß ich nicht mehr. Ach, ein Switch-Raum. Aber leichter, okay. Ui, das war ein bisschen risky vielleicht. Okay. So risky muss man es ja nicht machen. Ah, nein, da wollte ich schnell los. Nein. Wieder im letzten Raum verkackt. Gibt's ja nicht. Nachdem davor alles so gut geklappt hat. Auch wieder ein bisschen mit Luck und sowas, aber... Ja, hier ist ja gar kein Eis. Ich habe mich gerade voll erschrocken, weil ich dachte, fuck, Eis! Gegenlenken. Aber war ja hier noch gar nicht. Ganz schön risky, was ich hier mache. Aber ich weiß, kurz bevor die verschwinden, können die einen schon keinen Schaden mehr machen. Nein, ich hab's nicht geschafft abzuspringen. Oh, nö. Ey, der letzte Raum macht mir echt Probleme. Nice. Ich krieg voll auf die Fresse vom letzten Raum. Hallo, und jetzt konzentriere ich mich überhaupt nicht mehr. Und jetzt habe ich schon wieder so, oh, das ist ja alles free hier. Alles voll free. Muss ich mich gar nicht mehr konzentrieren. Und dann passiert genau sowas. Und genauso wie damals schaffe ich es nicht, in diese Türen reinzugehen. Warum? Warum ist er so rutschig? Werde ich diesen Raum jemals schaffen? Wir wissen es nicht. Doch, nö. Was war denn das schon wieder für ein Quatsch? Boah, jetzt stelle ich mich aber auch an hier. Flascho, jetzt stell dich mal nicht so an. Hier schließlich keine lange Schlange, also musst du dich auch nicht anstellen. Wow, nein, Mann, ich sollte nicht so ein Bullshit erzählen und mich lieber konzentrieren. Ich bin so doof. Warum kriege ich das Timing nicht hin? Von diesem letzten Ding da. Nein, das wusste ich.
Da habe ich vorher zu stark gebremst. Ach, jetzt wollte ich nicht bremsen. Jetzt dachte ich, mit einem schnellen Fallen lassen komme ich schnell genug nach unten, um den zu erwischen. Ohne, dass ich gegenlenken muss. Das geht auch. Wenn man sich schnell fallen lässt, dann kann man da das Timing haben. Dass man nicht irgendwie nach links drücken muss oder so. Yes! So war's. Man musste ein bisschen weiter hinten starten. Und dann... Nein, scheiße, das war so gut. Man musste am Anfang musste man, huch, was war denn das jetzt? Am Anfang musste man zwei töten, glaube ich, und dann immer einzeln oder so. Den noch erwischen und drüber, nein, shit. Und der Kampf ist halt auch total random, weil man nie weiß, wann die ihr scheiß Feuer spucken und wohin. So, den killen. Und den jetzt... Oh, ich bin voll reingelatscht. Der hat mich weggesniped. Und den jetzt irgendwie beim Rückwärtsfahren, genau. Yes, okay. Puh. Da habe ich mir jetzt ein bisschen angestellt. Hinten an der Schlange. Jetzt muss ich das immer sagen. Jetzt kann ich nicht, als jedes Mal daran zu denken und wieder einen blöden Schlangenwitz zu machen. Was macht man, wenn man im Urwald ist und man begegnet einer Schlange? Man stellt sich hinten an. Switch-Check. Ja, wir haben alle Switches, ihr Bitches. Oh, habe ich euch... Nee, das, sorry, das meinte ich nicht. Ich habe damit nicht euch gemeint. Sondern irgendwen anderes. So, jetzt kamen die schweren Level. Discardation. Oh ja, der war auch irgendwie schwierig. Hier konnte man irgendwie Yoshi... Wie war denn das nochmal? Warte, wie war denn mit... Wie konnte man Yoshi loslassen? Hold jump the whole time. Don't lose your P-Speed, blue coins, bla bla bla. In this level you are able to use A, L or R to spin jump. Genau. So war das. Ja, irgendwie so, stimmt. Ups. Oh, da hätte ich nicht gedacht, dass ich den Schatz kriege. Ich dachte, ich bin zu früh abgesprungen. Ah, oh, wie war das denn nochmal? Warum war da das Timing so schlecht? Wie war das denn hier nochmal, der Scheiß? Ah, zu spät. Toll. Das war ja da, aber ich wusste gar nicht mehr, was ich drücken soll. Hallo, friss doch mal, du Yoshi. Ich weiß ganz genau, dass du hungrig bist. Hungry, hungry Yoshis. Toll, man muss natürlich auch abspringen. Boah, das Level war schwer, das weiß ich noch. Nein, vergessen, Feuer zu spucken. Oh. Ich wusste, irgendwas war da noch. Das war auch gar nicht so einfach, irgendwie das Feuer rechtzeitig auszuspucken oder irgendwie sowas. Da war irgendwas.
Weil irgendwie spuckt Yoshi nicht aus und der macht er das immer zu spät. Und wenn, dann kann man selber erst total spät abspringen. Und dann kann man selber erst total spät abspringen. Und dann schafft man den Spinjump nicht mehr. Ach, scheiße. Ich weiß, ich komme gerade schon wieder komplett durcheinander mit den 1000 Knöpfen, die man hier drücken muss. Oh, scheiße. Warum habe ich den jetzt nicht? Jetzt habe ich den sogar überschossen. Ich wusste nicht mal, dass das geht. Hä? 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 Wieso hat er denn jetzt so lasch weggespuckt, der doofe Yoshi? Toll, jetzt hat er wieder nicht ausgespuckt, die Saudi. Klar. Oh, jetzt war ich sogar zu schnell. Jetzt habe ich alles zu perfekt gemacht, dass ich sogar zu krass war. Jetzt fängt nur langsam an, meine Hand weh zu tun. Das Level hier, hallo, was denn hier los? Das Level hier geht echt in die Hände. Und hier kann man echt gut Tode farmen. Scheiße, zu spät! Mist! Aber er wollte vorher nicht... Er wollte vorher nicht... spucken. Die Saudi. Jetzt ist perfekt, oder? Ja, also. War zwar nicht ganz perfekt, aber hat gereicht. Der Level hat nur wie so, glaube ich, sogar aus einem anderen Hack geklaut. Da gibt's, glaube ich, oder nicht ganz 100 pro das Level, aber so in viele der Setups, die hier vorkommen, sind, glaube ich, aus einem anderen Hack. Invisibility. Wie war denn das nochmal? So, die Scheiße hier. Toll. Nein, ich spinne! Damit killt man doch eine Disco-Shell. Ich wusste nicht, dass da eine Disco-Shell kommt. Scheiße. Shit. Aber das Level haben wir gleich, das ist nicht so schwer. Zum Glück bin ich mittlerweile ein Kaizo-Profi. Da wird mir dieses Level nicht so schwer fallen. Na, Profi nicht, aber. Oh. Nein! Nein! Da kam noch der blaue Sack. Am Ende. Sonst hätte ich den Sprung geschafft darüber. Ich habe zwar die Disco-Shell nicht gut erwischt, aber ich dachte, das reicht trotzdem. Nein, ach shit, die letzte. Den letzten kriege ich aus irgendeinem Grund nicht gut. Also den letzten Sprung auf die Disco Shell. Der will nicht sitzen. Hä? Ach, zu früh losgelassen, glaube ich. Zu früh Regrab losgelassen. Hit. Boah, Disco-Shells. Und dann sieht man auch noch nicht mal was. Disco-Shells sind ja sowieso schon nicht meine Lieblingsmechanik. Shit, wie mache ich das am besten? Wie mache ich den? Man muss halt die Disco-Shell wirklich im Gefühl haben für die Stelle, weil man sieht die nicht. Man muss die halt wirklich fühlen.
wollte ich nicht. So früh wollte ich eigentlich nicht losspringen. Yes, jetzt habe ich einen guten. Da war zwar kein guter Aufmount. Den habe ich zwar links erwischt, aber danach konnte ich dann retten. Und dann konnte ich halt zwei gute nach rechts machen. Das hat dann geklappt. Nice. Puh, so. Dann haben wir jetzt, boah, auch schon wieder 146 Tode. Aber trotzdem deutlich weniger als beim ersten Mal. Moltenity oder so. Moltenity. Nein, das wollte ich nicht. Ach, der war zu langsam. Warum ist der Mole so langsam? Yes. Ach so, wie war das nochmal? Ach stimmt, den muss ich fressen. Stimmt. Da habe ich komplett vergessen. Bin gar nicht mehr dran gedacht. Den muss ich fressen und dann abmounteln. Stimmt. Ja, sowas. Nein, scheiße, warte mal, das muss ich mir kurz in der Wiederholung angucken. Unten durch, und wie war das? Dann rutschen oder irgendwie sowas, ne? Ducken oder irgendwie so unter dem Baseball durch oder so. So, das Level hier, das ist mir wirklich nicht mehr gut im Kopf, muss ich sagen. Ups. So irgendwie. Hier ist wieder ein Fake. Nein, da, shit. Da war wieder einer Fake, genauso wie auch schon in dem Switch-Level. Ach, zu früh. Da wollte ich zu schnell das, was man machen muss. Wenn man schon weiß, was kommt, dann will man es halt schnell drücken. Und dann ist aber zum Teil ist man sogar zu schnell. Nice. Nein, komm doch mit, du Sau! Warum hat er gebremst im letzten Moment? Der Sack. Wahrscheinlich, wenn ich nicht schnell genug mitgelaufen bin oder so, könnte ich mir vorstellen. Weil sobald die meine Höhe erreichen... Oh, da hab ich mich zu schnell wieder aufgestanden. Sobald er meine Höhe erreicht, fängt er an, also bremst er und läuft wieder in die andere Richtung, wenn er an mir vorbeigelatscht ist. Und darum muss man da mitspringen, bevor der einen erreicht, damit der weiter geradeaus geht. Der ist schwierig, da reinzukommen. Der ist schwer. Aber ich glaube, danach war es das auch schon mit dem Level. Ich glaube, danach ist es zu Ende. Aber irgendwie klappt die Stelle hier mit dem Yoshi voll gut, aus irgendeinem Grund. Ah, zu spät geduckt, glaube ich. Das mit dem Yoshi klappt echt gut. Oh nein, da muss ich ja schnell durch. Ah, vergessen. Ah, ich bin so ein Trottel. Ich habe es vor allem vorher schon gesehen, dass das ja kommt. Aber ich wusste nicht mehr, wie der Timing ist. Und dann habe ich einfach mal gebremst, um abzuwarten. Nicht Full Throttle. Full Throttle ist übrigens ein Computerspiel. Autorennen, glaube ich. Ja.
Nein, warum ist mir so schwer? No, wieso? Wieso? Ach, Kacken. Reingestuhlt, wie Joker sagen würde. Nein, der wusste nicht, ob ich... Oh, nein. Ich wusste nicht, ob es reicht, wenn ich einfach volle Kanne durch, also einfach volle Kanne ohne zu bremsen, einfach durchrenne. Und dann sah es aber so aus, als ob ich dann zu früh bin, als ob ich zu schnell bin und hab gebremst und dann gemerkt, jetzt kann ich mal wieder rennen und dann hab ich mich zu spät dafür entschieden. Aber anscheinend einfach komplett durchrennen scheint dann nicht zu gehen, habe ich das Gefühl. Weil ich war da echt ganz schön früh gerade. Ich glaube, ich muss da ganz kurz warten, aber wirklich nur ganz kurz. Aber man muss da natürlich auch reinkommen irgendwie. Das hätte ich nicht gedacht, dass mir das Level jetzt hier so eine Probleme macht. Ich dachte, das war relativ free, dachte ich, das Level hier. Jetzt hat es aus irgendeinem Grund geklappt. Nice. So, Fuzzy Nation, stimmt, da musste man die ganze Zeit auf so einem Fuzzy rumjumpen. Ups, das war gar nicht so einfach, glaube ich. Mann, ich hasse Spin-Jumps. Ach, shit. Komm schon, nein. Dachte ich, erwischt den noch. Hätte ich mal lieber losgelassen. Ich habe voll durchgezogen. Ah. Ach. Blöd. Ja, die Star World Levels sind gar nicht so einfach hier bei Baby Kaizo. Hier war auch irgendein Troll drin. Ja, okay. Ich glaube, da wäre ich sogar noch fast in den Troll reingejumpt. Ich glaube, der mittlere von diesen Zementblöcken, die da ist, ist ein Notenblock, der einen hochschleudert. Und Baby Finale. Finale. Wie war das nochmal? So schon mal nicht. So auch nicht. Man musste sofort los, aber... Nee, doch nicht. Hä, wie war denn das nochmal? Hä? Wie war das Level nochmal? Wie war denn das nochmal? Stimmt mit hin und her und so. Ja, okay. Stimmt.
Das sollte eigentlich kein Overjump werden, sondern nur ein Regrab. So eine. Mist. Hä? Du solltest gerade hochspringen, nicht? Nein! Das ist wieder das mein Problem bei Sägen, dass ich nie weiß, wann ich abspringen muss. Ich weiß bei einer Säge nie, wann ich los muss. Ich kann mich da auch nie entscheiden. Ich sehe den Abgrund auf mich zukommen und kann mich nicht entscheiden, ab wann drücke ich jetzt Regrab, um hohen Jump zu machen. Nein, ausgerechnet der letzte von der Disco Shell den wieder nicht erwischt. Zum Glück ist das Level hier nicht so lang. Nach der Disco Shell ist eigentlich schon der Boss, glaube ich. Da haben wir mit Sorfering Castle schon schlimmere Sachen geschafft als das hier. Da habe ich immer noch Albträume von. Aus Quickie 1 war das Schlimme, glaube ich. Es gab zwar in beiden Spielen so ein Sorfering Ding, aber ich glaube in Quickie 1, das war das Schlimme. Ach, zu früh! Oh, der erste, irgendwie habe ich beim ersten Mal den Aufmount direkt mit einem schönen Schwung nach rechts geschafft. Und jetzt, ich weiß noch, der war schwer, den schafft man fast nie, einen guten Aufmount nach rechts. Da kommt, glaube ich, immer so ein, wo man so doof abgebremst wird, weil man die Disco Shell links erwischt. Kann mich noch dran erinnern, aber irgendwie beim ersten Mal hat es geklappt. Uiuiui. Nice, geschafft. So, jetzt ist hier nur so ein blöder Eisdämon. Eisrätsel, wo man die ganze Zeit nur so links, rechts, glaube ich. Ah. Da konnte man, glaube ich, ziemlich viel machen mit so links, rechts. Links, rechts springen oder so. Yes. Nice. Und das war's. Time, wie man bei GDQ sagen würde. 1 Stunde 25. Im Gegensatz zu vorher 5 Stunden. Und ich glaube auch deutlich weniger Tode. Mal sehen, ob ich schon eine Bewertung bei speedrun.com hätte mit der Zeit. Ich denke mal nicht. Mit der Kackzeit. Baby Kaiser World. So. Und dann ist es nicht Any Percent, sondern 100% Baby Rage. Und ich wäre mit meiner Zeit von 1,25 wäre ich Platz 10. Hey, ich wäre Zehnter. Zehnter in der Weltrangliste mit 100% Baby Kaiser World mit der Zeit. Und ich glaube, ich habe den Timer ja sogar früher gestartet. Eigentlich im Intro schon und nicht erst im ersten Level. Und ich bin ja auch erst noch ins Yoshi-Haus und sowas alles gegangen. Eventuell obwohl 2 Minuten habe ich, glaube ich, nicht verplempert, bis ich gestartet habe. Aber mit ein bisschen besser, also ich bin in den Top 10, Leute. Ich bin weltweit in den Top 10 von 100% Baby Kaiser World. Nice.
Das ist ja cool. Danzen ist auf Platz 4 übrigens. Und auf Platz 1 ist Voxig. Auch ein deutscher Runner. Und Kindergartenprozent. Da ist Danzen auch auf Platz 4. Und Griswold auf Platz 1. Boah, in der Rangliste sind fast nur Deutsche drin. Fast nur Deutsche laufen den Heck. Ach, zu Rocket Beams, ja. Speedrandale. Aber ich glaube, das hat Danzen schon gemacht bei Baby Kaizo. Und ich meine, ich habe jetzt nicht mal gegrindet. Ne? Ich habe diesen Hack seit 6 Monaten nicht mehr gespielt. Ich glaube, wenn ich ein bisschen reingrinden würde, dann könnte ich echt irgendwie so, keine Ahnung, also halt besser als Top 10. Obwohl, man muss schon deutlich, deutlich Zeit aufholen, weil Platz 9 ist 1,23. Also die 2 Minuten, klar, die sind locker drin. Platz 9 könnte ich werden. Aber dann zu Platz 8, der ist bei 55 Minuten. Also eine halbe Stunde schneller. Also zwischen Platz 8 und Platz 9 ist irgendwie ein Unterschied von einer halben Stunde. Oder fast eine halbe Stunde, 28 Minuten. Und ja, das wäre dann schon deutlich schwerer. Und der Weltrekord ist 40 Minuten. Also 40 Minuten kürzer als das, was ich jetzt gemacht habe. Nur halb so lang. Aber egal, ich wäre in der Liste. Nice. Und Kindergartenprozent ist ja mit den Levels, die man skippen kann, die auch tatsächlich geskippt und ohne Star World, also wirklich einfach nur bis Kindergarten Castle und einfach nur durchspielen, so schnell wie es geht. Da ist die Rangliste länger, aber da könnte ich auch ganz gut, glaube ich, rein. Aber da ist es viel, viel schwieriger, einen guten Platz zu kriegen. Oh, sogar Fransen ist da in der Liste auf Platz 14. Cool. Ja, nice. Hat Bock gemacht, muss ich sagen. War echt cool, also. War richtig schön, mal wieder Baby Kaizo zu spielen. War wirklich cool. Hat mir Spaß gemacht. Das wäre echt eine gute Idee. Vielleicht mal das jedes halbe Jahr. Jedes halbe Jahr einmal Baby Kaizo durchspielen oder so. Bowser, die kamen alle gar nicht vor, die da angezeigt werden. The End. Schön. Schön, schön. Ja, haben wir da also auch geschafft.